Als Fensterspezialist arbeite ich an unterschiedlichsten Gebäuden, vom Objektbereich bis hin zum Privatbereich. Ich bin Tobias, arbeite seit knapp 3 Jahren für Fenster.com. Meine Aufgaben erstrecken sich dort von der Montage von Kunststoff, Kunststoff-Alu, Holz, Holz-Alu-Fenstern bis hin zu Haustüren. Und das Ganze natürlich sowohl im Sanierungs- als auch im Neubaubereich. Ein klassisches Thema sind natürlich die Wärmebrücken, vor allem in der Sanierung. Da ist das große Problem, dass man die Wärmebrücken natürlich dem Kunden nicht zeigen kann, man kann sie nicht fühlen. Aus diesem Grund nutzen wir Wärmebildkameras, um das Unsichtbare sichtbar zu machen und dem Kunden genau diese Schwachstellen zu veranschaulichen. Auch hier am Fenster sieht man jetzt wunderbar den blauen Bereich. Hier dringt die Kälte ein oder die Wärme tritt aus, also die klassische Wärmebrücke. Das kann ich jetzt mit einem Foto festhalten und das Ganze eben nachher auch in der Angebotserstellung nutzen. Also hier haben wir jetzt das Fenster getauscht und in diesem Zusammenhang kann man die Wärmebildkamera natürlich auch wieder wunderbar dafür nutzen, die Dichtigkeit des Einbaus zu überprüfen und ein weiteres Bild zu schießen, um dem Kunden eben den Vorher-Nachher-Effekt vorzuführen.